Zwei Fragen, die mir häufig gestellt werden, sind: Emir, wieso bist du nicht damals in die Türkei ausgewandert und hast dich für Dubai entschieden? Und die andere Frage ist: Möchtest du nach Dubai in die Türkei auswandern? Ich war letzte Woche in der Türkei mit meiner Frau, wir waren eine Woche in Istanbul. Und dort wurde ich auch wieder häufig gefragt, Istanbul oder Dubai. Und in diesem Video möchte ich euch erzählen, wieso ich als Türke nicht in der Türkei leben möchte. Ja, seitdem ich ein Kind bin, wollte ich immer irgendwo leben, wo das Wetter schön ist, wo die Sonne scheint, wo man ein Meer hat. Das haben wir auch in der Türkei, an den Küsten. Aber Türkei stand für mich nie als erste Wahl, weil die wirtschaftliche Situation dort in dem Land immer schlecht war. So, damals war der Lira nicht so schlecht wie heute, aber dennoch hat man immer viel weniger verdient als in Deutschland. Und ich hatte halt damals die Vorstellung, beziehungsweise bin so ausgewandert, dass ich als Arbeitnehmer Karriere machen werde im Ausland. Heute ist es anders, also ich bin jetzt selbstständig, könnte meine Geschäfte auch aus der Türkei betreiben, aber darauf habe ich halt keine Lust. Was sind die Gründe? Ich habe die Gründe jetzt nicht nach Reihenfolge geordnet. Zum einen ist das die Sicherheit. Also in der Türkei ist das nicht so sicher wie in Dubai, also da hat man auch eine hohe Kriminalitätsrate, da gibt es auch viel Mord und Totschlag, ich weiß nicht, ob es da jetzt unbedingt viele Raubüberfälle gibt. Aber das Land ist allgemein halt nicht so sicher. Es ist wirklich so, dass man da im Jahr 2023 noch Angst haben muss, über den Zebrastreifen zu laufen, weil die Leute da halt wirklich immer noch über Rot fahren, den Zebrastreifen nicht halten. Und das sind halt so Sachen, die hören sich jetzt vielleicht nicht so schlimm an, aber sind so im Alltag schon stressig. Also der Verkehr dort ist sehr stressig. Da sind auch viele Leute, die halt drogenabhängig sind, man hat da auch ein relativ großes Drogenproblem in der Türkei, und das sind halt so Sachen, an die man sich halt in Dubai gewöhnt hat, dass es die nicht gibt, die man halt auch nicht mehr missen möchte. Also ich möchte, in der Türkei ist das jetzt nicht so wie in Dubai, dass Frauen da um 4 Uhr nachts locker rumlaufen können. Natürlich je nach Gebiet, ist jetzt nicht so, dass da wilder Westen ist, dass da immer was passiert, aber ist halt nicht wie in Dubai. Man hat da immer noch sehr viele Taschendiebstähle. Ja, stimmt. Also Raubüberfälle so jetzt nicht, aber Taschendiebstähle hat man viele, dass man da halt angerempelt wird und dann da das Handy weg ist, das Portemonnaie weg ist. Und dann hat man halt immer noch so die wirtschaftlich schwache Situation der Lira, also die Inflation dort ist sehr, sehr hoch. Euro-Dollar-technisch betrifft das jetzt einen nicht so hart, aber ist halt trotzdem nervig. Ich habe Freunde dort gehabt, und also mehrere, die mir dann immer erzählt haben, letztes Jahr haben wir 50.000 Lira bezahlt und dieses Jahr sollen wir mehr als das Doppelte bezahlen. Auch wenn das dollartechnisch nicht so ein weiter Sprung ist oder eurotechnisch, das ist halt trotzdem frustrierend für die Leute, dass die auf einmal das Doppelte an Lira bezahlen müssen. Und ja, dann allgemein, also ich stehe zum Beispiel auf dicke Autos, auf schöne Autos, auch wenn ich aktuell hier in einem Sunny bin. In der Türkei ist so ein Luxusleben mit Autos extrem teuer. Also dort hat man extrem hohe Steuern und das geht halt nach Hubraum. Wenn ihr da ein Auto habt mit mehr als, ich weiß jetzt nicht, ob das genau 3,0 Liter sind, aber halt einen großen Motor habt, dann zahlt ihr 270% Steuern drauf. Also ein Auto, ich habe da auch mal einen Artikel gelesen, die haben da als Beispiel einen 7er BMW genommen, der 100.000 Euro kostet, neu ab Werk in Deutschland. Derselbe kostet in der Türkei 270.000 Euro. Und dort ist die wirtschaftliche Situation eh schlechter. Dort ist der Mindestlohn liegt bei ca. 400 oder 450 Euro, so 11.500 Lira. Und das ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Also das ist dort unerreichbar. Und das kosten die Autos halt alle dreimal so viel. Und das ist zum Beispiel in Dubai komplett das Gegenteil. Also ist jetzt, so für mich ist das schon wichtig, sowas gehört für mich zur Lebensqualität dazu, dass man einen schönen Wagen fahren kann, einen schönen Mercedes holen kann. Ist jetzt nicht essentiell im Leben, aber so, wenn man arbeitet nebenbei, das kannst du halt in der Türkei komplett abschminken. Oder du zahlst halt das Dreifache, aber dort, wie gesagt, zahlst du für normale Mercedes da 150.000, 200.000 Euro, die du hier in Dubai für 50.000 Euro bekommst. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und ja, die wirtschaftliche Situation im Land hat dann natürlich auch Auswirkungen in allen Aspekten des Lebens dort. Also ich finde, die Leute dort sind halt extrem angespannt in der Türkei wegen der, sag mal, ja, ist schon eine Armut. Die sind jetzt nicht arm, dass sie auf der Straße liegen, aber die Leute strugglen da schon hart. Wie gesagt, die verdienen dort da 11.000 Lira Mindestlohn. Die Mieten überall in Istanbul beginnen so bei
15.000 Lira. Natürlich gibt es immer ein bisschen günstiger, aber so normal im Schnitt 15.000 Lira. Und da muss halt ein Teil immer für die Miete arbeiten, also eine Partei zu Hause. Und dort in der Türkei ist es auch normal, dass Mann und Frau komplett arbeiten. Auch wenn die Kinder haben, dann werden die Kinder bei den Großeltern abgegeben oder die Rentner arbeiten nach der Rente weiter. Und ja, dann spürt man halt diese Anspannung der Leute im Alltag. Ich finde, die Leute in der Türkei wirken sehr gestresst, also sind richtig genervt, richtig negativ geladen. Und ja, dann gibt es auch das Problem, ich bin zwar Türke, aber man ist Deutsch-Türke dort. Mittlerweile Dubai-Türke, das ist noch schlimmer. Und die Leute haben dort einen Abfuck auf einen. Also das ändert sich natürlich von Region zu Region. Wenn du da in Antalya bist, an Touristenorten, sind die natürlich offener. Mögen die Touristen mehr, weil die halt von denen Geld verdienen. Aber an Orten wie Istanbul spürst du richtig, dass die Leute halt einen nicht mögen. Also ich fühle mich jetzt nicht fremd in der Türkei, aber man fühlt sich da jetzt auch nicht so komplett willkommen. Also die Leute sind da auch geladen gegenüber Deutsch-Türken, weil sie dann abfacken, weil die halt da hinkommen, mehr Geld, beziehungsweise mit normalem Geld aus Deutschland, das dann halt viel wert ist in der Türkei und die dann da halt die Sau rauslassen können. Und ja, das spürt man halt seit Jahren. Also seitdem ich das erste Mal in Istanbul war, 2018, habe ich das gespürt, dass ich da halt nicht beliebt bin von den Türkei-Türken. Und ja, solche Aspekte halt. Dann ist dort halt in der Türkei auch, wie gesagt, sozial halt sehr schwer. Das Problem ist dann halt da auch, dass alles in Parteien. Also entweder bist du da pro Atatürk oder pro Erdogan. Und dann, wenn du zum Beispiel pro Partei A bist, dann verstehst du dich in der Regel nicht mit Partei B. Dann macht man da keine Geschäfte, man hasst sich dann und da ist halt echt eine extrem große Spaltung. Und du musst dann halt zu einer Partei gehören, um da halt Erfolg zu bekommen. Aber wenn die Partei dann irgendwann mal fällt, dann fällt es halt mit. Also dort ist halt alles so mit Connection und mit Parteien und das macht dann halt keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie viel man davon in Deutschland mitbekommen hat. Damals gab es diese Gülen-Bewegung. Und früher musste man halt zu denen dazugehören, um erfolgreich zu sein, um gewisse Positionen erreichen zu können. Und auf einmal ist die Politik halt gekippt von denen und dann wird man halt verfolgt und eingesperrt, wenn man zu denen gehört hat. Heute ist es immer noch so. Man muss da halt eher regierungsnah sein, freudig sein, dass man da pro Erdogan ist, dass man da in gewisse Positionen kommt. Und dann, wenn sich das dann aber, wenn das dann halt alles kippt später, dann ist man halt gearscht, wenn dann die Rivalen an die Macht kommen. Und in der Türkei hast du halt so eine 50-50-Gesellschaft. Die sind auch untereinander halt extrem gegeneinander. Da hast du, wie gesagt, halt diese Pro-Erdogan und Pro-Atatürk. Also ich mag beide nicht. Und das ist halt in der Türkei halt ganz, ganz schlimm. Das gefällt mir nicht. Und dann auch halt der islamische Aspekt. Also mir ist halt Islam auch sehr wichtig. Und in Dubai kannst du halt einen neutralen Islam ausleben. Hier mischt sich keiner in keinen ein. In der Türkei hast du auch dann in dieser islamischen Community hast du nochmal da 100 Untergruppierungen. Dann heißt das, ja, die bekämpfen sich jetzt nicht aktiv, aber der eine sagt über den anderen, der ist falsch, der andere zieht über den her. Und die sind da halt sehr fein genommen, was mir auch gar nicht gefällt. Und ja, das sind so eigentlich die Gründe, warum ich nicht in der Türkei leben möchte. Also das Soziale, das Wirtschaftliche. Und in Dubai ist das halt alles viel entspannter. Du kannst hier dein Leben leben. Nur natürlich, das Essen in der Türkei ist einmalig. Ich finde auch Türkei so als Land an sich viel schöner als Dubai, aber kann man auch nicht vergleichen. Also Dubai fährst von einem Punkt zum anderen Punkt in 45 Minuten. Aber Türkei ist halt ein Riesenland. Da hast du halt alles, was du willst. Da hast du Skigebiete, da hast du Meeresküsten, da hast du historische Orte, also ein sehr vielfältiges Land, ein sehr schönes Land zum Reisen, aber zum Leben ist das da eher nichts für mich. Ich kenne auch viele Leute, die da halt ausgewandert sind, aus Deutschland in die Türkei und die ziehen gerade auch alle nach Dubai oder nach Sharjah in die Emirate. Genau, Freunde, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr könnt mal kommentieren, ob ihr mal in der Türkei wart oder ob ihr euch vorstellen könnt, dort zu leben. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out und ciao.